unserer Seite. Ja, das glaube ich heute alles, was zählt. Das, nach so einem Spiel wie letzte Woche gegen Magdeburg, da war es klar, dass es heute schwer wird. Und da kannst du auch reden und machen, so viel du willst. Ja, das ist in den Köpfen drin und ich sag, Coburg hat es super clever gemacht, hat wahnsinnig lang die Angriffe ausgespielt. Und heute sind wir wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen. Und da hat man schon gesehen, was auch Maid Patrai in der Abwehr da hinten drin ausmacht. Ich freue mich drauf, wenn er bald wieder spielen kann. Wie wichtig war es, dass man trotzdem die meiste Zeit in gerade auch am Ende nochmal so, gerade von Timo Kastening da auch gute Akzente kamen und ihr dann nochmal vorbeiziehen konntet? Na, Timo macht heute ein Riesenspiel. Der Ballgewinn hinten raus war, glaube ich, Gold wert. Wir haben so ein bisschen die Geduld heute im ganzen Spiel vermissen lassen. Haben die Angriffe nicht sauber ausgespielt und haben uns einfach auf unseren Wurf verlassen. Und ist dann heute massiv nach hinten losgegangen. Ich bin wirklich Gott froh, dass wir heute hier 2 Punkte geholt haben, weil in der 56. sah es nicht danach aus. Du sagst immer, in der Bundesliga kann man keinen Gegner unterschätzen. Jeder kann jeden schlagen. Das haben wir heute gesehen, oder? Also unterschätzen tut man es immer wieder. Aber man sieht, dass man es nicht darf. Die Qualität in dieser Liga ist einfach so wunderschön hoch, dass wir auch hier daheim gegen Coburg ein bisschen Glück und eine ganz, ganz, ganz große Emotion hinten raus noch brauchen, um dieses Spiel zu gewinnen. Und deshalb, geile Liga, es kann ein bisschen souveräner gehabt. Vielen Dank, Jens. Dankeschön.